ADAC MX Masters 2023 Tour Stop Nummer 2 hier in Mölln. Finallauf der Big Boys der Masters 25 plus 2 auf der jetzt schön ausgefahrenen 1630 Meter langen Piste. Max Nagel hier wieder mit einem mittleren Startplatz. So, Sterry wählt eine ganz andere Nummer. Tom Koch auch. Ne? Die gehen viel weiter nach innen. Also ein bisschen mehr auf Sicherheit. So, jetzt ist so langsam voll rund um Max. Das also nochmal das Ergebnis der Quali. Max Nagel, Tom Koch, Adam Sterry, Nico Koch, Henry Jacobi, Simon Jost, Gerd Krestinov, Maxi Spies, Boris Maier, Paul Haberland, Tamel Leok, Davy Potjes, Niklas Bjergaard, Tim Koch, Matthias Jörgensen, Noah Ludwig, Martin Krieg, Sven van der Mierden, Vaclav Kova und Marc Scheu. Das sind unsere Top 20 auf der Liste. So, Noah Ludwig, vorhin hat er den Platz direkt neben Max Nagel, die 300. Jetzt muss er ein bisschen weiter nach außen gehen, denn sein Qualifying war gar nicht so gut wie seine Starts. War nämlich nur auf der 16. Aber das zeigt halt wieder das verrückte Motocross, ne? 16. im Training und zweimal auf Platz 1 nach dem Start. Und damit natürlich beste Voraussetzungen für ein gelungenes Rennen. Hier hat Krestinov die 37. Tja, Pech gehabt vorhin. Ah, tolles Qualifying gefahren. So, poppt sich nochmal auf. Toko Tom Koch. Muss jetzt natürlich nochmal richtig reinhauen hier. Um so viele Punkte wie möglich zu sammeln, damit er im Meisterschaftsrennen bleibt. 15 Sekunden bis zum Start. Da sind ganz viele und Jacobi sah da gut aus beim Start und auch Sterry, also die beiden Saals-Piloten, diesmal richtig fein rausgekommen und Jacobi wird hier als The Hole Shot Man gefeiert, Red Bull Hole Shot, also für den Deutschen. Max Nagel, ja, nur auf Position 6 ungefähr, das heißt also im Moment ganz klar Vorteil für Jacobi und Sterry im Kampf ums Overall und Spieß dort im Duell mit Noah Ludwig, wenn ich es richtig gesehen habe. Sterry vor Jacobi, dann Spieß, dann Ludwig. Ja, dann Nico Koch, der ist jetzt endlich auch mal gut aus dem Gate gekommen, der Becker Gasgas Pilot. Und dann eben erst Max Nagel. Ja, aber Spieß gleich so erstaunlich weit vorne mit dabei hier. Der Mann mit der 7. Also auf der dritten Position hier. Ja, geht's auf jeden Fall schon richtig zur Sache gleich in der Anfangszeit hier, in der Anfangsphase. Sterry. Eben da durchgefahren, die 811. Ja, der Laufsieger von gestern. So, Nagel pumpt sich jetzt innen rein und geht vorbei an Nico Koch an der 260. Damit Nagel jetzt auf der 5. Aber guck mal, wie groß die Lücke nach vorne schon ist. Nach noch nicht mal ganz einer Runde. So, Jacobi eben hier mit der 29 durchs Bild gefahren.
Da kommt der Mann mit der 12 hier, Max Nagel, der Meisterschaftsführende. Was für ein eleganter Move hier, der Drift von Nagel. Oh. Der diskutiert nicht lange hier, aber immer fair. Ne? Er hätte zweimal auch durchziehen können. Ja, das stimmt. So, Nagel auf der Innenmann. Nur Ludwig da mit der 300. Kurz kassiert, ne? Also ja, das ist einfach, ne? Was er da so kann. Ja, die 377 leider zu Boden gegangen hier. Magel damit schon auf der 4. Ja, und der sieht vor sich, wenn er mit einer kleinen Lücke spießt, der hier gerade mal mit Jacobi im Battle ausfährt. Sterry vorweg. Und dann haben wir Jacobi, dann haben wir Spieß und dann kommt Max. Ja. Spieß ja richtig gut dabei hier vorne mit. Fährt da ein gutes Tempo, wie ich finde. So, wir gucken mal ganz schnell zu unseren anderen Kandidaten. Jordi Tixier diesmal besser aus dem Gate gekommen. Vom 28. Startplatz auf die 11. Dafür Toko Tom Koch nur 16. Ich glaube, das ist ein rabenschwarzes Wochenende für Toko. Ja, kann halt nicht immer top laufen, ne? Ja. Geht ganz schnell. Sterry. Dann Jacobi. Dann Spieß. Der da gut das Tempo mitgeht. Dreimal KTM in Führung. Dann Max Nagel. Ja, und von den Rundenzeiten her sind die vier da vorne in einer komplett eigenen Liga, Marco. Ja, 3 Sekunden schneller als die anderen. Also Wahnsinn. Ja, das sieht mir im Moment so aus, dass Adam Sterry Henry Jacobi sogar ein bisschen davon fährt. Sterry. Saubere Linie, Innenbahn. Moment, keine Diskussion, dann Jacobi, dann Spieß, dann Nagel. Ich glaube, die drei werden gleich irgendwann mal sehr aneinander kommen. Ja, das denke ich auch. Das wird vielleicht noch 2 Runden dauern und dann wird's eng. Aber vorneweg jetzt hier auf der 2. Position noch Henry. Dann Spieß, Nagel. Dann haben wir Ludwig. Aber der muss schon abreißen lassen, nur Ludwig. Nico Koch und ja, erstaunlich gut. Erneut zum 3. Mal der Däne, Thias Jørgensen. Mal gespannt, was der in 14 Tagen bei seinem Heimrennen machen wird. In Randers sind wir da ja zu Gast in Dänemark mit der Masters. Das Auslandsrennen. Einmal im Jahr geht es ja für die ADAC Masters Serie ins benachbarte Ausland. Und diesmal zum 1. Mal nach Randers in Dänemark. Boah, harter Move hier auf die Gerade rauf von Maxi Spieß. Ja, und Max kommt so ganz langsam ran jetzt. Er saugt sich ran. Ich sagte ja, das dauert noch so 2 Runden. Ja, Max fährt da immer eine ganz andere Linie, ne? Wenn man das so beobachtet, ist er immer auf einer... Aber im Moment sind die Routiniers am schnellsten. Sterry vorneweg mit der allerschnellsten Zeit. Und Max Nagel dann mit der zweitschnellsten Zeit. Schneller als seine beiden Landsleute vor ihm. Ich meine, bei Spieß wird gleich ein bisschen der Dampf rausgehen. Unglaublich, was der leistet. Auch er ja im Rookie-Jahr. Ist da fit, hat sehr viel trainiert. Aber hat natürlich auch einen Fahrstil, der sehr, sehr viel Kraft benötigt. Dann Noah Ludwig, weiterhin super Performance von ihm. Wir haben es ja nicht vergessen, in dieser Woche mal eben das Team gewechselt, das Bike gewechselt. Eigentlich alles und liefert dann so ab, stark.
Ja, ist eigentlich ungewöhnlich, so mitten in der Saison, ne? So. Ja, gut, manchmal passieren ungewöhnliche Dinge. Nico Koch auch weiter gut mit dabei. So, und dann haben wir, ja, Marc Scheu, guck dir das mal an, die 991, klasse hier unterwegs. Battelt sich da um Platz 7 mit dem routinierten Dänen, mit Matthias Jörgensen. Guck mal, der Scheu presst sich da eben mal rein und sagt sich, was willst du denn hier? Du bist 100 Jahre WM gefahren, interessiert mich nicht. Wir ziehen mal vor nach vorne. Schön. Ja, so schnell geht das bei Max auch nicht, an Spieß hier ranzufahren. Ne? Denn auch Spieß und Jacobi wieder in den Move gekommen. Fahren genauso wie Sterry und Nagel 1,50er Zeiten. Die nächste Gruppe dann ab Ludwig mit 1,52er Zeiten. Ja, unter. Ja, Sterry auf der 1, Jacobi auf 2, Spieß auf 3, Nagel auf 4, Ludwig auf 5, Koch auf 6, Scheu auf 7, Jörgensen auf 8, Van Berkel auf der 9 und Pollack auf der 10. Position. Ja, und Jacobi kann da auch schön das Tempo mitgehen. Ne? Also ja, wie du schon eben sagtest, die ersten vier ja konstant von den Rundenzeiten gleich. Ja, gerade sah es so aus, als wäre Max fast dran. Ne? Und dann schwupp, ist da wieder eine große Lücke da zur 7 oder eine größere Lücke zur 7 zu Maxi Spieß. Ich meine, auf der anderen Seite nicht schlecht. Ne? Ich meine, wir sind jetzt hier 10 Minuten am Fahren und zwischen den ersten vier gerade mal 7 Sekunden. Also da ist noch alles drin. 15 plus 2 noch auf der Uhr. Letzter Lauf des Tages. Ah, spät auf der Bremse hier auch Max. Aber der weiß natürlich genau, was er tut hier. Also, er ist Pilot und nicht Passagier, sage ich immer. Ja. Aber der wird sich gerade auch denken, Moment mal, hier der Siebener da, den kenne ich noch gar nicht. Ja. Wie lange will der denn noch vor mir rumfahren? So, Tixier jetzt auf der 12 nur noch. Und Tom Koch auf der 13, der Ordnung halber, um da mal zwei weitere Favoriten einzuordnen in diesem Feld. Ja, sieht alles gleich aus, der Abstand, ne? Wenn man das so sich anguckt hier, ja, auf dem Bildschirm. So. Ja, das ist auch mal ein Zehntelchen oder sowas. Ja, aber viel mehr ist das nicht. Nee, also. Nee. Definitiv nicht. Da kommt es jetzt wirklich drauf an, muss man sagen, wer die besten Körner hat. So, Nico Koch, übrigens inzwischen vorbeigegangen an Noah Ludwig. Starke Performance hier von der 260 vom Gas-Gas-Piloten Nico Koch. Ja, der Führende aktuell in der Open DM, also der nationalen deutschen Motocross-Meisterschaft. Schöne Performance. Aber wer jetzt mal richtig hier an der Feier ist, das ist Marc Scheu. Guck dir das mal an hier. Der junge Mann vom 67-Team kämpft jetzt hier um Platz Nummer 6 mit Noah Ludwig. Cool. Ja, da geht's jetzt rauf. Jetzt muss hier Noah schon aufpassen. So, und Max Spieß, der muss auch anfangen aufzupassen, denn Max Nagel im Duell der Maxe hier jetzt mal mit einem Energieschub. Ja, guck mal, blitzsauber gemacht. Einfach mal kurz aus der Kalten raus. Ja, und damit ein neuer Dritter, Tommy, ne? Ja.
aber die haben schon eine gute Lücke auch nach hinten aufgefahren. Das kann man definitiv sagen hier. Also andere Liga, Sterry, Jacobi, Nagel okay, Spieß, fetten Respekt. Guck mal, Max, der ist jetzt gerade on a mission, kann das sein? Ja. Der sieht Kollege Jacobi da vor sich. Wollen wir gleich mal gucken, ob das auch in den Rundenzeiten so ist. Sterry, Jacobi. Das ist ganz hohes Level, was die da gerade machen. Definitiv. Also die sind alle hier komplett am Anschlag unterwegs. Da kann keiner auf sicher, auf vorsichtig oder taktisch machen. Nee. Sondern das musst du jetzt einfach versuchen durchzuziehen, idealerweise noch bis zum Ende des Rennens. Definitiv. So, und jetzt guck dir mal an, wer gerade die schnellste Rundenzeit gefahren hat. Oha, ja, Max mit 1,49. Ja. Jetzt lässt er die Honda laufen, die KMP Honda. 1,6 Sekunden schneller als Jacobi in der letzten Runde. Ja, und Scheu auf die 6. So, Noah Ludwig. Ja, der muss da irgendeinen Bock eingebaut haben. Ich leider nicht gesehen, denn der ist auf die 10 zurückgefallen. Hat er in der letzten Runde mal 10 Sekunden verloren. Aber guck dir mal an, wie dicht Max jetzt da mal eben an Jacobi rangekommen ist. Ja. Das war eben noch nicht so in Sichtweite. Ist so, ne? Mal eben schnell rangefahren, würde ich sagen. Ja. Ah, der weiß auch, ne? Jeder Punkt zählt. Ja, nicht nur jeder Punkt zählt, ne? Max ist einfach auch ein Racer durch und durch. Und wenn er sich gut fühlt, wenn alles okay ist, dann geht er eben nicht raus, um zu sagen, ich gehe jetzt hier raus, um Dritter zu werden. Nicht? Sondern wenn mehr drin ist, ist mehr drin. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch schlau genug, zu sagen, okay, wenn es heute nicht geht, geht es nicht. Aber er merkt gerade, dass er sich gut fühlt. Und er merkt auch, da braucht er gar nicht für aufs Board gucken, was man ihm da gerade gezeigt hat, dass er an Henry Jacobi ranfährt. Ne? So, da haben wir Noah Ludwig im Bild, die 300. Er ist jetzt aber mächtig am Kämpfen. Ja, da geht es um Platz 2 jetzt hier gleich. Oh, ich bin gespannt. Letzte Runde wieder 1,5 Sekunden von Max auf Jacobi. Hat er schon mal angedeutet, Innenlinie. So, Henry fängt jetzt schon mal an, hier wüst die Linien zu kreuzen. Das ist jetzt schon Verteidigung. Aber Verteidigung pur von der 29 von Henry Jacobi. Gegen Max Nagel. Siehst du das? Steht immer schön rüber. Max muss jetzt halt aufpassen, dass da nichts Blödes passiert. Versucht auch immer ein bisschen da wegzubleiben. So, jetzt außenrum. Ja, geht nicht. Kreuzt Jacobi natürlich die Spur. Max versucht wieder eine eigene Linie, jetzt kommt er daneben und jetzt hat Max die bessere Linie, nämlich innen rein. So, und schön aussteigen lassen, blitzsauberes Manöver von Max Nagel. Nächste Kurve nochmal aufpassen, aber da ist Henry noch nicht mehr nah genug dran und so geht das P2 für Max Nagel. Ja, super sauber gemacht auch, ne? Also, ja, der hat einfach das Auge dafür. Er hat das Auge dafür, ist ja schon ein paar Jährchen her. Aber der hat nicht umsonst die WM angeführt. Oder ist da mal Vize-Weltmeister geworden? Ja, der hat das einfach drauf. Ja, wir gucken mal. 5 Sekunden waren das bei Jacobi. Wir gucken gleich mal, was die Zeit hier sagt. Sterry kommt jetzt ja rüber über die Linie hier bei uns. So, und dann kommt Max. Ja, 5 Sekunden. 4,8. Differenz, also guck mal, wir haben noch 8 Minuten plus 2 Runden, Tommy.
Das ist möglich. Das wäre aber eine enorme Machtdemonstration von Max. So, wir gucken mal zu Toko, der sich hier durchbeißen muss durchs Feld. Der 226er, der als Meisterschaftszweiter hier hingekommen war, der hier in diesem dritten Lauf einen ganz schlechten Start hatte. Und jetzt hier, ja, gegen den Dänen kämpfen muss, nämlich den Yamaha-Dänen Mathias Jørgensen, der wieder mal einen Top-Start hatte, lässt sich locker in den Top 10 mitfährt. Jetzt aber Koch die Linien gekreuzt, hat er gut gemacht, gut vorbereitet, kann sich jetzt in der nächsten Doppelrechts die Innenkurve aussuchen und Jørgensen leistet da gar keinen Widerstand und damit Koch zumindest mal auf Platz 7 vorgefahren. So, und da haben wir das nächste deutsche Duell, ne? Ja, ich muss eben gucken. So, da haben wir Koch. Aber Nico Koch ist das. Ja, und Marc Scheu, genau. Ja, da geht es um Platz 5. Für beide ein tolles Ergebnis, definitiv. Und dahinter taucht dann schon Top Koch auf, der in der letzten Runde deutlich schneller war als die beiden Jungs dort. Also das könnte auch noch mal interessant werden, dieser Fight um Platz 5 zwischen Nico Koch, Marc Scheu und vielleicht dann Tom Koch. Ich wollte noch mal kurz eben sagen, vorne sind es nur noch 2,1 Sekunden. Ja. Boah. Die 12 on a Mission, Max Nagel will den zweiten Laufsieg hier. Noch 6 Minuten zu absolvieren. Und die 12 kommt mit Riesenschritten an die 811 heran. Mit Riesenschritten. So, jetzt sieht er ihn auf jeden Fall schon mal ganz direkt, der Max. Wahnsinn. Das ist doch schon eine krasse Aktion. Ganz krass, was Max Nagel da bis jetzt gezeigt hat. Adam Sterry, Sieger in Lauf 1 gestern. Top 3 im ersten Durchgang. Jetzt führt er hier seit 20 Minuten, teilweise mit fast 8 Sekunden auf Max Nagel. Und der ist eben schon hart am Limit unterwegs gewesen, da einmal raus aus dem Sprung, da aus dem Canyon. Ja, aber Max will hier. Bin mal gespannt, wie lange Sterry dagegen halten kann. Max, das sieht so smooth aus, ne, als wäre er gerade angefangen, den Lauf. Und nicht erst genau. Vor 20 Minuten. Ne? Ja. Als wenn er gerade reingefahren ist. Ja. Während bei Sterry das jetzt so ein bisschen hektisch wird. Max schon wieder innen rein. Wahnsinn. Naja, Max weiß es auch. Jetzt den noch kassieren und dann war es das, ne? Oh, dann hat er noch einen Laufsieg. Und das ist ein erklärtes Ziel. Oh, voll im Strahl, egal. Kommt da ran und jetzt und schon innen rein, Honda Corner. Und Nagel vorne. In der Honda-Kurve, passend gemacht. Max Nagel, kurz und schmerzlos bei Sterry, innen rein. Um, zack, bumm. Und vorne. Und Sterry kann da überhaupt nicht das Tempo mitgehen. Keine Chance zum Konter für den Engländer. Tja, und guck dir das an. Der fährt auch dem gleich noch richtig davon. Also der hat ihn nicht nur überholt, sondern fährt ihm jetzt auch noch mal wieder richtig weg. Yep. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, 3 Minuten haben wir noch Racetime hier plus 2 Runden.
Oh, Max, alles richtig gemacht, würde ich sagen, bis jetzt. Auf jeden Fall. Ganz starkes Rennen. Klar, für einen Gesamtsieg würde es nicht reichen an diesem Wochenende. Er hat einfach zu viele Punkte verloren gestern Nachmittag mit Platz 8. Und dafür sind seine härtesten Gegner, Sterry und Jacobi, eben direkt hinter ihm. Verlieren dann nicht so viele Punkte. So, da haben wir die 7 im Bild. Maxi Spieß. Der aber, wenn wir das richtig beurteilen, hier relativ easy seinen 4. Platz nach Hause fahren kann. Auch das wieder ein tolles Ergebnis für den Kosak-Piloten. Ja. So, Tom Koch, guck mal. Genau, das wollte ich gerade sagen. Sorry. Nee, alles gut. Ich war selber überrascht, dass er jetzt hier auf die 5 vorgefahren ist. Also hat er sich gut nach vorne geboxt. Ja, Nagel auf der 1, Derry auf 2, Jacobi auf der 3, Spieß auf 4, Tom Koch auf der 5, Nico Koch auf der 6, auf 7 ist Scheu, auf der 8 Jürgensen, auf 9 Tixier jetzt und Lars van Berkel auf der 10. Position. Ja, auch schönes Ergebnis für ihn. Noah Ludwig, ja, der ist jetzt komplett Akku leer. Ist bis auf 17 durchgereicht worden. Aber Lauf 1 und 2 hat er mir gut gefallen. Alles gut, auch hier am Anfang. Auch okay. An dem Rest kann man arbeiten. Er hat einfach noch nicht so, nur Ludwig, diesen 450er-Style drauf. Arbeitet er noch nicht richtig auf dem Motorrad und das kostet einfach so unglaublich viel Kraft. Wer das richtig drauf hat mit so einer 450er, ist offensichtlich Max Nagel. Definitiv, ja. Zweitältester Fahrer hier im Feld. Nur Kollege Tanne Leok ist ein bisschen älter als Max. Aber fit, routiniert, schnell. Und offensichtlich hier nur durch gröbere Probleme zu stoppen. Aber wir haben es gestern gesehen, hat er auch zugegeben, war sein Fehler, der Sturz. Ne? Also unfehlbar ist er auch nicht. Und deswegen auch nicht Mr. Maximum. Sondern bisher dann nur wohl 5 Siege aus 6 Läufen der Masters-Serie. Ja, aber er wirkte heute, du warst ja unten bei ihm, er wirkte extrem konzentriert, fand ich. Ja, definitiv. Also der macht da nicht irgendwie einen touristischen Ausflug. Und er kann sich auch nichts erlauben. Guck mal, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass Sterry gesagt hat, machen wir hier mal gemütlich. Ne? Nee, der fährt ja auch noch mit. Also der ist nicht ganz so weit weg. Zwar nicht direkt hinter Max, aber da kann Max jetzt nicht irgendwie einen Gang zurückschalten. Denn Sterry, der fährt auch wieder 52er Zeiten. Dritte Luft, die er gerade bekommt. So, gleich geht's in die letzten beiden Runden. Und ja, guck mal, du, Sterry, der ist aber richtig flott unterwegs. So, 2 Runden noch, Tommy. Aber 2,6 Sekunden Sterry dahinter, ne? Das ist ja, definitiv sind 2,6 Sekunden nur, aber klitzekleiner Fehler von Max beim Überrunden oder sonst irgendwas. Dann sind 2 Sekunden nichts, gar nichts im Motocross. Ja, das stimmt. Ja, Jacobi auf der guten 3. Position hier, aber hat schon 7,8 Sekunden Rückstand auf Max.
So, Max Nagel hier nochmal durch die Dirtbiker-Kurve. Und da seht ihr es auch, die ganzen Rillen, die die Jungs da im Absprung haben. Also da musst du dich auch vor dem natürlich für entscheiden, wo es lang geht. Jetzt hier nochmal durch den Red Bull-Bogen durch. Und richtig reingesprungen hier mit der KMP Honda. Motul-Kurve. Jetzt geht es in den Bereich 24MX, Helferzone. Engste Stelle hier beim MSC Mölln auf der Strecke. Das Geschlängel in der Anfahrt noch einmal zum Containersprung. Und dann müsste es gleich hier für Max und für Sterry hier in die letzte Runde gehen. Noch einmal 1630 Meter hier beim MSC Mölln. Bei der ADAC MX Masters hier beim dritten Rennen. Am Race Sonntag. So, wir bleiben bei unserem führenden Mann hier. Noch das letzte Mal jetzt durch die Wave-Section für ihn hier. Honda-Sprung. Ja, diesmal nicht so weit gesprungen. Und hier auch nochmal ja, kurz geblieben. 24MX-Table. Jetzt hier auf der Innenspur bleiben. Einmal kurz rüber kreuzen, innen bleiben. Und jetzt in der Anfahrt Richtung Dirtbiker-Kurve. Und auch da geht es perfekt durch hier für unsere Nummer 12, für Max Nagel auf der KMP Honda. So, jetzt in der Anfahrt hier zu unserem Canyon, da wo auch der Red Bull-Bogen steht. Jetzt geht es hier rein und dann da auch wieder raus. Jetzt kommt unsere Motul-Kurve. Ja, noch einmal ins Motodrom rein hier für Max. Ja. Das sieht perfekt aus jetzt nochmal. Auch die letzten Meter kann er schon ein bisschen Tempo rausnehmen. Weiß das natürlich. So, nochmal der Containersprung hier, der kleine Speedjump. Und jetzt die letzten Meter hier. Laufsieg für die 12, Max Nagel. Adam Sterry hier auf der zweiten Position, die 811. Perfekt abgeliefert hier. Tja, bei Max sieht es so aus, als wenn kurzzeitig der Akku ein bisschen leer ist. Jetzt hier der Bio-Akku. Aber der ist so austrainiert. Der wird gleich bei Tommy auf der Siegerehrung schon wieder grinsen und keine Schweißperle auf der Stirn haben. Ja, Max Nagel auf der 1, Adam Sterry auf 3, Henry Jacobi, Adam Sterry auf 2, Henry Jacobi auf der 3, Maximilian Spieß auf 4, Tom Koch auf 5, Nico Koch auf der 6, Marc Scheu auf 7, auf 8, Jordi Tixi, 9, Lars van Berkel, 10, Simon Joos, Stefan Eckerold auf 11, auf 12, Pollack auf 13, Leok, Restinov 14, 15. Position, Teresak, Jürgensen, Maillard, Koch, Van der Mierden und Maclair auf der 20. Position.
So, und hier sehen wir nochmal den Start. Ja, Max da vorne mit bei natürlich. Ah, alle gut durchgekommen hier. Henry mit dem Red Bull Holeshot. Ja, Hammerbilder immer in den Highlights. Definitiv. Hier nochmal der Laufsieger mit der Startnummer 12. Max Nagel. Fällt hier eine ganz andere Linie hier. Voll am Cutten gewesen hier von der Kurve. Noah Ludwig hier mit der 300. Maxi Spieß hier die 7. Ja, und da kommt die Attacke dann von Max. Absolut sauber gemacht. Also, mehr geht nicht. Ja, und da wird dann Jacobi sich zurechtgelegt hier schon mal. Und da ist es passiert. Ja, letzte Runde für Adam Sterry da gerade und hier der Laufsieger, der sich freut natürlich dementsprechend auf der KMP Honda Max Nagel.